Das ist jetzt mal der Part vom Thomas. Da kommt er endlich zur Geltung. Er ist nämlich unser Springermeister in dieser Runde. Und wir sehen uns. Wir müssen vielleicht wirklich zuerst gerade sagen, von ihm haben wir leider keine Einspielung da, denn er sitzt also nicht aus Aufregung so leicht verkrampft da, sondern weil er beim Training sich die Schulter oder das Schlüsselbein gebrochen hat. Wie ist das denn gegangen? Es war am Anfang, ich wollte meinen ersten Sprung machen und habe einen sogenannten Speedcheck gemacht, also wenn wir unsere Geschwindigkeit ausmessen, habe mich dann beim Bremsen einfach verkantet, bin vorne übergeflogen und auf der rechten Schulter gelandet und ich bin ein bisschen in die Schanze reingefallen, also in den Gegenhang und habe mir dadurch die Schlüsselbein gebrochen und damit war für mich die Saison eben schon 2 Tage früher beendet, als es an und für sich hätte sein sollen. Also wohlverstanden, vor der Schanze schon. Vor der Schanze. Nach der Schanze. Ja, das ist einmal passiert, dass ich beim Geschwindigkeitstesten geflogen bin. Aber wie schwierig das ist, man fährt ja nicht gerade auf eine Schanze zu. Wir sehen das jetzt bei den ersten Sprüngen. Diese Anfahrt ist ja eigentlich auch schon wie eine Schanze. Ja, hier in Meiringen. Man sieht hier, wir haben zuerst im Normaltempo ein paar Leute zusammengestellt. Das ist der Schweizer Sonny Schönbechler, der in Meiringen Sechster wurde. Und wir haben alle mal im Normaltempo aufgezeichnet zuerst. Es war gerade ein Dreifachsalto mit 2 Schrauben, den er ganz gut in den Schnee gestellt hat. Man freut sich auch immer so, wenn sie runterkommen. Ja, es ist schon, man ist sehr erleichtert, wenn man einen schwierigen Sprung gemacht hat und den dann auch sicher hinstellt, dann weiß man schon, dass man ganz gute Punkte hat für die Wertung. Es ist der Jean-Marc Rosson, der Weltcup-Sieger von heuer, der da gerade ein Dreifachsalto mit 3 Schrauben gezeigt hat. Es ist einer von den schwierigsten Sprüngen, also Dreifachsalto mit 3 und mit 4 Schrauben sind die schwierigsten. Wir zeigen nachher noch die Verlangsamung von einigen anderen. Aber so erlebt es eben der Zuschauer. So erlebt der Zuschauer und auch der Punktrichter, muss man sagen. Der muss das auch ganz sehen, genau. Das war Lloyd Langlois, der Weltmeister, der Letzte, und das hier ist Philippe Laroche. Philippe Laroche, der Zweite im Weltcup. Jetzt springt er noch. Doch, wir sehen ihn noch springen. Das ist ja eine ganze Dynastie Laroches aus Kanada. Ist ja, da ist er jetzt. Sieht man den Anlauf, ist ungefähr 25 Grad steil. Und das war auch ein Dreifachsalto mit 3 Schrauben und soweit ich das beurteilen kann, war das sicher der schönste, der je gesprungen wurde in dieser Art. Ist ihm ganz gut gelungen. Hier noch ein Franzose. Ja, das ist der Didier Meda. Didier Meda. Mit einem Dreifachsalto mit 2 Schrauben war das. Es war sehr schwer dort zu springen, weil es durch die hohen Temperaturen der Landehügel sehr weich war und dann auch die Landung. Halten wir hier mal die Mats an, bitte. Man sieht jetzt, um vielleicht zu zeigen, dass die Schrauben auch nicht mal überall gleich sind, das ist der Schweizer nochmal Schönbechler, Salto mit 3 Schrauben. Richtig, der macht in jedem Salto 1 Schraube. Hier hat er soeben den ersten Salto vollendet. Fertig. Und er beginnt da jetzt auch die Landung zu sehen, also die erste Schraube, die geht so schnell und wenn man richtig wegspringt, dann sieht man überhaupt nichts im ersten Salto. Dann geht man weiter mit der Mats vielleicht, dann kommt er und jetzt wieder mit einer ganzen Schraube. Wieder die ganze Schraube, er sieht die ganze Zeit die Landung. Und jetzt nochmal anhalten. Und hier muss er dann beginnen zu justieren, eben die Höhe richtig abzuschätzen und dann sich auf die Landung bestens vorzubereiten, dass er auch sicher in den Schnee stellen kann. Um es ganz korrekt zu sagen, ist er hier schon ein bisschen früh in der dritten Schraube drin. Also es kommt darauf an, wie man das sieht vom Neigungswinkel vom Landehügel aus oder eben ob man nur die Waagrechte nimmt. Er zieht hier ein bisschen die Beine an, weil er eben sonst zu kurz wäre, also muss er ein bisschen was aufholen. Und jetzt kommt die dritte Schraube. Und das ist Schraube. Auch gut, wenn man ein bisschen früher fertig wird mit der zweiten Schraube, damit man dann schön fast mit einer halben Schraube dann rauskommt und so hat er den ganz toll hingestellt. Das ist halt jetzt, Moment, jawohl. Das ist der schwierigste Sprung momentan und es ist ein Dreifachsalto mit 4 Schrauben. Er macht im ersten Salto eine einfache Schraube, im zweiten Salto, der da zu Ende geht und hier auch die Doppelschraube, die schon zu Ende geht. Er macht also im zweiten Salto zwei ganze Schrauben und wir gehen jetzt noch weiter. Mal eine. Es gehen ihm da ein bisschen die Ski auf, weil er eben auch die Doppelschraube stoppen muss und es ist dann schon sehr schwer. Und er kommt gerade noch hinein, aber es war auch der Nächste macht zwar 4 Schrauben, Lloyd Langlois. Aber wenn man genau hingesehen hätte jetzt, ist schwierig zu sehen. Ja, es ist der macht 1,5. Dann nochmal 1,5 und zum Schluss eine ganze. Und
Das sind wieder vier Schrauben und da ist es wieder anders. Der macht am, im ersten Salto eine Doppelschraube, was vom Absprung her viel, viel schwieriger ist. Und dann... Das ist nochmal der Franzose. Franzose Medard mit drei Schrauben. Das war im ersten Salto eine 1,5 Schrauben und im dritten Salto eine ganze Schraube. Und wie man gesehen hat, ich glaube alle, selbst mit der Zeitlupe kommt man nicht nach, das zu zählen, und die Punktrichter sollen da dann entscheiden, war das jetzt wirklich oder nicht. Ja, diese unglaubliche Körper. Die müssen auch trainieren, wir auch. Genau, die bereiten sich auch über das Jahr über vor und schauen eben, dass sie dann auch diese Sprünge erkennen können. Und sie haben es eigentlich ganz gut gemacht im letzten Jahr, muss ich sagen. Ja, ja, das wird sie aber freuen. Von allen kriegen sie nämlich nicht so gute Komplimente wie ich. Ja, ich meine, sie sind auch Menschen und sie machen natürlich auch ab und zu Fehler, aber im Großen und Ganzen gleicht es dann auf die Wettkämpfer hin übers Jahr hin wieder aus, und so kann man eigentlich sagen, dass es schon einigermaßen gerecht ist. Wir haben jetzt doch gesehen, dass man von verschiedenen Schanzen gesprungen ist. Was ist die Voraussetzung? Wir haben ja noch diese Erklärung für den Zuschauer. Wir können auch mal vielleicht ja die ganze Anlage ein bisschen durchgehen. Hier halten wir dann gleich nachher die Mats an. Ich würde sagen, hier, halt. Also auf der Schanze, wo Philipp jetzt gesprungen ist, das ist die große Schanze. Man sieht da zwei Spuren. Das ist die. Und die? Sehe noch nicht. Das sieht man jetzt nicht. Das sieht man da nicht. Also das ist ganz schwach. Also der Picasso hat noch einen weiten Weg. Das sind die zwei großen Schanzen, die sind circa 3 Meter hoch. Also das ist immer dem Gelände dann angepasst und haben einen Absprungwinkel von 65 Grad. Und die Entfernung von Schanze bis zum Landehügel, also das Flachstück, das dahinter ist, hat eine Länge von 8 Metern bis 8,50 Meter, kann man sagen. Und wieso sind die beiden unterschiedlich weit vom Schanzentisch entfernt, vom Aufsprunghügel entfernt? Also diese beiden sind gleich weit vom Aufsprunghügel entfernt. Sie haben nur eine verschiedene Kurve und die ist eben von Springer zu Springer verschieden. Und da hat sich eben so ergeben, dass sich zwei Schanzen eben gebildet haben. Dann ist das hier die... Diese hier? Das ist die mittlere Schanze, ja. Das war die Vorwärtsschanze. Entschuldigung, das ist die Schanze für Vorwärtssalto. Also die ist dann noch steiler, die ist etwas weiter vorne, etwas niedriger. Die hat 2,80 Meter und hat einen Absprungwinkel von 75 bis 80 Grad. Also das heißt, das ist schon fast senkrecht. Und das begünstigt, ist aber notwendig, um eben den Vorwärtsabsprung hinzukriegen. Dann kommen wir auf die zwei mittleren Schanzen, die hier. Das sind die Schanzen, auf denen hauptsächlich die Damen springen. Und die haben eine Höhe von 2,50 Meter und sind 6,50 Meter bis 7 Meter vom Landehügel entfernt. Die sind vor allem für Doppel? Für Doppelsalto geeignet, ja. Also es gibt ein Mädchen, die springt auch da drauf, Dreifachsalto. Und dann gibt es hier noch die zwei kleinen? Das sind die kleinen Schanzen. Und die sind für Einfachsalto gebaut. Also haben eine Höhe von 2 Meter und sind 4 Meter bis 4,50 Meter vom Lande, also vom Aufsprung entfernt. Und dann kann man vielleicht noch ganz kurz hier ein Relikt fast ansprechen, den Floater. Der wird ja fast nicht mehr gebraucht. Ja, das ist der Floater, der ist die Schanze für die aufrechten Sprünge. Und die ist eigentlich nur für Kombinierende, die nicht genügend Zeit haben, das Springen so zu trainieren, dass sie auch dort die großen Schwierigkeiten wie Doppelsalto oder eben einfach Saltosprünge machen können. Man sieht, die Leute sonnen sich schon da drauf. Es gibt momentan im Weltcup nur einen Springer, der diese Schanze braucht. Dann gehen wir vielleicht weiter mit Mats, und da sehen wir nämlich, wie das am Schanzentisch unten aussieht. Auch die unterschiedlichen Neigungswinkel, das ist hier. Ja, das ist, hier sieht man die kleine Schanze.